So, meine lieben Leute, willkommen zurück zu Shadow of War. Wir wollen weitermachen mit der nächsten Mission, die Augen des Hexenkönigs. Wir sind dabei, unsere Armee aufzubauen, ja. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was Eltariel für Hilfe braucht. Die Nazgûl nutzen die Macht des Palantir, um dir durch Mordor zu folgen. Triff dich mit Eltariel, um dich ihrer Bedrohung zu stellen. Machen wir mit, Leute? Geht los. Saubere Schnitte. Und sie haben ihre Waffen nicht gezogen. Das scheint mir Eltariels Werk zu sein. Sie handelt unüberlegt. Einige dieser Orks hätten gute Gefolgsleute abgegeben. Wir müssen sie finden, bevor sie all unsere potenziellen Rekruten erlegt. Allerdings, wenn sie es täte, bräuchten wir auch keine Armee. Okay, wir müssen der Spur also folgen. Alles klar, machen wir. Folge Eltariels Spur. Mal gucken, wo die Gute sich aufhält. Und was die Gute hier überhaupt plant. Was die hübsche Braut vorhat. Ich würde sie ja echt gerne, ja, weiß ich nicht. So. Oh, die kämpft gegen den Nazgûl. Wenn du nach Ringgeistern suchst, kommst du zu spät. Doch bevor ich ihn angriff, sprach er mit einem Ork, der anders als die anderen war. Es sind Würmer in der Nähe. Vielleicht können sie uns sagen, was vor sich geht. Okay. Falls wir sie lebend fassen. Natürlich fassen wir sie lebend. Du entscheidest nicht wenig am Leben, Lassering Schmied. Das solltet ihr beide nicht vergessen. Nun wäre jetzt mal den hier unten als erstes, den Kleinen. Den nehmen wir mal ein hier, der kann für uns kämpfen. Dein Krieg ist vorüber. Lieber töte ich sie einfach. Er kann auch für uns kämpfen. Haben wir schon zwei. Nehmen wir den hinten noch mit. Ja, wo ist denn der Wurm jetzt? Ach, da hinten läuft der. Ach, der läuft umher. Unglaublich, dass die Nordmenschen sich noch immer wehren. Sie sollten einsehen, dass sie mir sind. Digga, wo rennst du hin? Wo rennst du hin, Alter? So, dich haben wir auch. Oh, da ist er ja schon. Komm zu mir. So, Digga, jetzt erzähl mal, was du weißt. Die Nazgûl haben Umgang mit besonderen Orks. Wer sind sie? Ja, sie werden Auserwählte genannt. Ja, aber ich weiß nicht, wofür sie auserwählt wurden. Danke für die Info, Bro. Du bist der Beste. Du musst unbedingt schneller einnehmen können. Es dauert viel zu lang. Das hätte ich gern gesehen. Was war das denn? Den machen wir mal so kaputt. Was ist los, Digga? Kommst du jetzt? Oh, das ist. Oh, shit. Ach, hier unten ist einer. Warte. Ich rieche etwas. Hab mir das Geräusch wohl eingebildet. Ich hab mich auch schon zu Tode gelacht. Digga! Ah, oh, was war. Ey, das ist ja immer hochklettern, ne? Dieses Elbenmädchen ist. Ja, und wenn ich sie finde. Den können wir schnell einnehmen. Hast du das gehört? Erzähl mir, was du weißt. Was ist der Zweck der Auserwählten? Sie schützen die Hädie. Es geht irgendwie um den dritten Stein. Das ist alles, was ich weiß. Gemeinsam gegen den Untergang. Komm, macht sie platt. Da ist schon ein Speer am Rücken. Digga, lässt du meinen Ork in Ruhe, Mann? Sorry. So, das war's. Lösch die Dunkelheit aus. Nein, er sollte wieder aufhören anzugreifen. Warte mal, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir den schon mal mit hier. So, dann hätten wir das erste Ding schon mal. Hier oben haben wir noch einen. Verhöre 2 von 5 Würmer.
Digga, was machst du, Mann? Was machst du? Kletter doch einfach hoch hier, ohne Scheiß jetzt. Ich glaube. So. Was haben die Heldi enthüllt? Nur die Kreischer wissen es. Die Auserwählten töten jeden, der sich nähert. Aber nicht mich. Alles klar, Digga. Geht dein Schild etwa kaputt, Homie? Geht dein Schild etwa kaputt, Bro? Digga, ich brauch Leben. Danke dir. Was weißt du? Die Auserwählten, woher kommen sie? Die Kreischer haben sie in einem Ritual erschaffen. Alles streng geheim. Ich weiß nicht wo. Solange der Hexenkönig den Palantir besitzt, werden alle Türme der Auserwählten seine Augen sein. Dann müssen wir sie blenden. So, einen haben wir noch, Freunde. Dann haben wir es komplett. Und mal diesen hier, die haben ja Angst davor. Ah, es ist so herrlich. Es ist so herrlich, Freunde. Es ist so herrlich. So, okay. Nehmen wir mal mit, oder, Bro? Du kommst mal mit. Auf dich habe ich Bock. Erzähl mir, was du weißt. Das Ritual zur Erschaffung der Auserwählten. Wo findet es statt? Niemand weiß es. Wird ein Hauptmann erwählt, schicken die Kreischer einen Wurm, der ihm sagt, wo er hin muss. Okay. Ihr dient also auch als Botschafter. Was wir wissen. Das ist für sie nicht von Belang. Wir haben unsere Mission und sie die... Wenn das Schleich beherrschen auf Bogenschützen dann. Die Vernichtung des Feindes, der uns folgt. Ja, aber wo haben wir denn jetzt noch Bogenschützen? Ist das ein Bogenschütze? Nee, oder? Desto besser. Ist doch kein Bogenschütze, oder? Ist doch so ein Speerwerfer, könnte man eher sagen. Ein Königsspeerwerfer. Digga, du sollst einfach nur hier hochklettern. Das wäre mein Wunsch. Das wäre mein größter Wunsch, dass du hier hochkletterst, Digga. Ist hier ein Bogenschütze, oder? Das ist doch einer hier. Scheiße, jetzt habe ich die Nebenaufgabe verkackt, ne? Schade eigentlich, ne? Hoffentlich ist da drüben noch der andere. Hoffentlich können wir den auch noch mitnehmen. Ich will die Aufgabe eigentlich schaffen. Sieht aber gut aus, dann ist so einer. Der muss sich nur umdrehen. Die Dinger sind schlauer, als man glaubt. Und da haben wir's. Nice. 3 von 3. Wunderbar. So, macht's gut, Bro. Ich muss jetzt wieder zur Arbeit. Zu Eltariel. Die muss ihr was Wichtiges erzählen. Oder ich muss ihr was Wichtiges erzählen, sagen wir mal so. Warte mal, nehmen wir die noch mit? Ja, komm, dann nehmen wir noch mit. Ich weiß zwar nicht, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich die alle mitnehme. Aber kann ja nicht schaden, wenn wir irgendwie angegriffen werden oder so. Dann habe ich wenigstens meine Homies am Start. So, was hast du, Eltariel? Was haben deine Boten zu berichten? Der Hexenkönig sucht mit Hilfe der Hedir nach dem Ring. Sie erweitern die Macht des Palantirs. Orks, genannt die Auserwählten, bewachen sie. Auch wenn der Feind den Palantir besetzt, die Hedir sind trotzdem angreifbar. Gut. Wir kennen ihren Plan. Und jetzt zerschmettern wir ihn. Mhm. Fähigkeitspunkt erhalten. Wunderbar. So, den wollen wir mal schnell wieder ausgeben, oder? Würde ich sagen, oder? Muss ich schnell mal gucken. Ziele auf einen Grogfass und drücke Dreieck, um es von Weitem zu vergiften. Das ist eigentlich geil, Mann. Was haben wir hier noch?
Haben wir das schon gekauft? Das haben wir noch nicht gekauft. Drücke bei voller Macht der Einstein Explosion den Schuss abzufeuern. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Hier, dritte Kreisverschlüsselung, um einen gebrochenen Grauk zu beherrschen und ihn zu reiten. Ich würde sagen, das nehmen wir mit. Das könnte geil werden. Gerade jetzt, wo wir unsere Armee aufbauen, glaube ich, könnte das echt nützlich sein. Okay, das mit den... Okay. Nice, das hätten wir. So, warte mal, wir gucken mal, was haben wir denn jetzt? Wollen wir das gleich... Wo sind wir denn hier? Ach, da unten sind wir, okay. Seltsame Musik zieht durch die Wälder, es wird Zeit, ihrem Ruf zu folgen. Sagen wir, machen mal schnell auch die kleinen Nebensachen hier, bevor wir dann mit der Hauptstory weitermachen. Die Hauptstory würde ich eigentlich gerne in der nächsten Part weitermachen. Camp, machen wir die immer noch platt. Werdet jetzt nicht faul! Wir sind noch nicht einmal da! Nein! Oh shit. Diese Scheiß-Explosion, ich sag's euch. Diese Scheiß-Explosion. Ey, die kotzt. Das, dieses Explosionszeug, das kotzt so rein, ne? Ich muss echt mal gucken, dass ich das irgendwie. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie geskillt habe oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Da kommt einer zum Informieren. Ja, komm mal her. Ich brauche deine Info. Warte mal, machen wir erstmal den. Da müssen wir den beherrschen und den hier hinten, okay? Panische Angst vor Feuer. Kein Ding. Danke für die Info, Bro. Damit wart ihr einmal. Dankeschön. Und wieder explodiert. Mann, das ist so eine... Ey, Leute, ich muss gucken. Das ist so eine Kack-Erweiterung, ne? Das ist wirklich so eine richtige Kack-Erweiterung, Mann. Ich muss jetzt echt mal kurz gucken. Erfolgreiche Schwertangriffe. Warte mal, hier. Erhält es rund dadurch mehr Macht. Ob ich das irgendwo hier drin habe, das ist so dumm. Kostet dich Fokus. Letzte Chance, das haben wir nicht. Hier haben wir noch nichts freigeschaltet. Vielleicht hier. Fokus wird verlangsamer Verbrauch. Festlage bei Orkhain und Bestien. Das ist eine vollständige Explosion und sorge dafür, dass Spinnen die Gegend herbeirufen. Ich würde sagen, wir nehmen mal das wieder mit rein. Hier haben wir auch nichts. Vielleicht hier unten. Das ist auch nicht. Das haben wir noch nicht. Das ist irgendeine Rüstung. Warte mal, wir gucken mal kurz. Das ist irgendein Rüstungsteil, ist das. Irgendein Rüstungsteil. Besiegte Feinde explodieren mit einer Wahrscheinlichkeit von 17%. Wir brauchen also einen anderen Kopf. Boah, nehmen wir doch einfach einen anderen, oder? Nehmen wir doch einfach einen anderen. Nehmen wir einfach das hier. Das ist doch auch geil. Gefolgsleute rufen beschwörte Sprengmeister. Nehmen wir doch das hier, dann kommt diese ganze Scheiß. Dann kommt diese ganze Scheiß-Explosionskacke nicht mehr vor. Das nervt echt rein. Jetzt müssen wir Schleichtötungen machen. Um Leben dazu zu kriegen. Wunderbar. Komm mal mit, Digga. Auch, Homie. Nein! Er hier. Nice. Nice, nice, Bros. Nice, nice. So. Da haben wir wieder was Verstecktes, was wir brauchen.
Da haben wir wieder einen, der uns was sagen könnte. Da renne ich einfach schnell hin. Mach das so hier. So, Digga, was ist los? Die zwei haben wir. Oh, der hat viele. Der hat echt viele. Oha. Nehmen wir mal die zwei hier. Jo, nehmen wir die. Dein Pfad ist mein. Hä, ich hab das doch gar nicht mehr drinne. Ich verstehe das echt nicht. Ich verstehe das nicht. Warum ist denn das immer noch drinne? Digga, what's your problem, Alter? Ich will doch nur welche übernehmen, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Alter, muss ich jetzt sowas von Hardcore nehmen, den Typ mir. Digga, du sollst hier hochklettern, Mann. Mehr. So, den haben wir, nice. Okay, das hätten wir auch schon mal. Sehr nice. So, was haben wir denn noch hier? Hier oben hätten wir noch was. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist da hinten? Machen wir wieder unseren Schnellsprint an. Damit geht es ja deutlich, also wirklich extrem deutlich, hier oben mal wieder einen, den wir einnehmen können. Das machen wir auch mit. Der sagt uns wieder irgendwas, was wir wissen wollen. So, Kollege. Dann brauchen wir den hier unten noch. Wir decken einfach mal alle auf. Also so weit, wie es geht zumindest. Schluss mit lustig, Bro. So, was haben wir hier? Ich glaube, diese Statue stellt Galadriel dar. Eine Elbenkönigin aus einem sagenumwobenen Wald jenseits von Gondor. In unseren Büchern fand ich wenig über sie. Aber ich weiß, dass ihr Name Baummaid bedeutet und ihr Haar aus Gold und Silber sein soll. Sie war eine Elbenmonarchin des ersten Zeitalters. Welche Wunder sie gesehen haben muss, als die Welt so jung war. Hm. Ja. Frau Galadriel, kann ich mich noch dran erinnern. Die Gimli ein paar Strähnen schenkte. Kanntest du Galadriel? Kennen. Sie ist eine Art Muhme. Wie du dir vorstellen kannst, waren wir nicht immer einer Meinung. Oh, nice kill. Nice kill, bro, nice kill. Oh shit, das ist ein Kargo. Digga, bist du jetzt tot? Was? Draufgegangen? Okay. Okay, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht, Digga. Okay, dann machen wir als nächstes die Mission, Leute. Wir müssen in den Kamenwald. So. Mich ruft etwas. Es sollten nicht alle Rufe beantwortet werden, Talion. Gut, Bros, dann bedanke ich mich. Wir machen Schluss hier mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, wisst ihr, was ihr tun könnt. Lasst einen Daumen nach oben da. Ballert den rein. Ballert den richtig rein. Damit ich weiß, okay, euch macht es auf jeden Fall mega Bock zuzugucken. Und ihr wollt auf jeden Fall mehr sehen. Das würde mir extrem helfen. Deswegen, Leute, prügelt den Button,
und sagt mir, wie es euch gefallen hat. Haut rein, euer Panne. Macht's gut. Servus. We'll be right back.